Ich würde mir wünschen, dass sich unser Bundeskanzler an sein Wort hält. Der Kanzler soll sich an sein Wort halten. Wir haben, das haben Sie beschrieben, die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie gesenkt und das nochmal verlängert. Und ich will Ihnen gern versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Also das ist jetzt etwas, was für die Gastronomie auch gelten soll und da können Sie sich drauf verlassen. Es geht darum, dass die Mehrwertsteuer Ende des Jahres von 7% auf 19% erhöht werden soll. Und das ist für uns Gastronomen eine absolute Katastrophe. Momentan wird 7% Mehrwertsteuer auf die Speisen gerechnet. Ab Januar würden dann wieder auf 19% erhöht. Das bedeutet 12% mehr. Eine Rechnung vielleicht für 4 Personen, die im Restaurant bei 100 Euro Verzehr, würde dann in Zukunft 112 Euro sein, wenn wir nur die 12% erhöhen würden. Wir müssen aber sehr wahrscheinlich sogar noch mehr erhöhen, da die Lebensmittelpreise ja auch steigen. Das Personal muss auch mehr Lohn erhalten. Was den meisten nicht klar ist, ist, dass die Kostenstruktur in den Betrieben inzwischen so sind, dass deutlich über 90% des Umsatzes für die Bereiche Personalkosten, Wareneinsatz und Gemeinkosten aufgezehrt werden. Das heißt, die Marge des Unternehmers liegt in der Regel um 5% des Umsatzes. Das heißt, da kann gar keine Luft drin sein, um diese 12% letztendlich aufzufangen. Insofern ist eine Weitergabe der Mehrwertsteuererhöhung an die Gäste unumgänglich. Die sehe ich als sehr kritisch an, Klaus, weil wir durch die erhöhte Mehrwertsteuer, wovon wir ja keinen Cent behalten, sondern das alles an Staat abgeführt wird, höhere Preise haben und somit auch die Gästezahlen wahrscheinlich nach unten gehen werden. Und wir dadurch natürlich nicht mehr so viel Umsatz haben werden wie vorher. Schwierig. Die Leute überlegen sich jetzt auch 2-3 Mal überhaupt essen zu gehen oder auch 2-3 Mal eine große Feier zu machen, wenn sie jetzt zum Beispiel die Hochzeit oder ihren Geburtstag, da werden sie jetzt auch sagen, nee, komm, wir machen es eher in ganz kleinem Kreis. Da es wieder eine indirekte Steuererhöhung ist für den Otto-Normalverbraucher und nicht für die Firmen, die ihre Essen als Spesen absetzen können und die Mehrwertsteuer dadurch gar nicht berechnet bekommen. Aber der Normalbürger, der abends ein Schnitzel essen geht, der muss das bezahlen. Und ich glaube, dass da ganz viele gastronomische Betriebe drunter leiden werden und es auch Schließungen geben wird. Und somit wird das die Sozialkassen mehr beansprucht, weil es wird mehr Arbeitslose geben aus der Gastronomie. Es wird auch weniger Leute geben, die essen gehen werden. Das heißt, die sozialen Kontakte untereinander werden natürlich auch ein bisschen zusammenbrechen. Das wird alles nicht mehr so sein wie früher. Mit den fatalen Folgen für die Gesellschaft auf jeden Fall. Viele Leute werden ihren Job verlieren. Man geht essen, um sich auch an den Tisch zu setzen, um sich zu unterhalten, um einen schönen Abend zu haben, um sich den Luxus zu gönnen, auch einfach mal genießen zu können, sich einfach mal bedienen zu lassen. Geht alles in die Brüche dadurch. Die Mehrwertsteuererhöhung darf auf gar keinen Fall kommen. Der Kanzler hat uns was versprochen, sonst ist es für einige Gastronomen tödlich. Ich würde mir wünschen, dass sich unser Bundeskanzler an sein Wort hält und die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft bei 7% bleibt, um unserer ganzen Branche auch eine Zukunftsperspektive zu bieten. Auf keinen Fall. Der Kanzler soll sich an sein Wort halten. Ich bin auf gar keinen Fall dafür. Nein, auf keinen Fall. Wir müssen alle dafür kämpfen, dass die Mehrwertsteuer für Speisen im Restaurant auf 7% bleibt.